Hello, my friends, and welcome back to The Legend of Zelda Breath of the Wild, wo ich hier beim Kaokyo oder wie auch immer der heißt, Schrein, ja, Kaokyo-Schrein, stehen geblieben sind. Wir haben einige Schreine wieder vollbracht und wir möchten das natürlich auch weiterführen. Ich habe jetzt letztendlich beschlossen, was ich vorhabe, aber dazu kommen wir dann gleich. Dieses hier sieht auch nicht gerade unverdächtig aus. Ich würde mal vorschlagen, weiß gar nicht, das hier ist in der Höhle, ne? Ne, ist ein Gerudo-Turm. Ja, dann ist es noch perfekter eigentlich. War das hier eigentlich eine Leune? Auf jeden Fall habe ich mir da irgendwas hingesetzt. Gut, von hier aus können wir wohl die Schreine bestimmt gucken, dass wir die hier machen. Aber eigentlich wäre es schlauer hier, aber dann bin ich, glaube ich, unten und nicht oben. Deswegen, gehe ich doch lieber auf den Turm und dann können wir den hier machen und dann hier so hochgehen und so. Und sonst sehen wir einfach mal, was wir tun. Also ich habe beschlossen, diese 100% für mich privat zu machen. Klingt zum einen jetzt total blöd, für diejenigen, die sich das vielleicht gewünscht haben. Aber ich möchte auf jeden Fall alle 100 Schreine haben. Natürlich dann alle Erinnerungen. Und dann gehen wir natürlich zum Boss. Und dann war es das erstmal und dann gucke ich ab, was halt der Season Pass sagt. Und dass wir das natürlich gemeinsam machen werden. Und zusammen erkunden werden. Oh. Aber natürlich, ich wollte gerade sagen, die Crocs, die hier sind und die ich auf dem Weg finde, nehme ich natürlich mit. Oh Gott. Aber anderes will ich ungern machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich will mal lieber gerne, wenn ich mal irgendwie, weiß ich nicht, ich sag mal, wenn es mir nicht so gut geht und ich irgendwie einfach mal so ein bisschen abschalten will, erwische ich mich oft, dass ich einfach so spielen will. Und dann, ja, sagen wir mal so, dann kriege ich irgendwie mit, dass ich gerne so spielen will. Aber dann, ich mir dann wieder die Frage stelle, toll. Ich muss dann jetzt dafür wieder aufstehen und aufnehmen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also die 100% werde ich nicht in dem Let's Play machen. Aber ja, gut. Hoffentlich seid ihr mir nicht böse oder so. Aber hoffentlich versteht ihr das. Ihr wollt lieber auch schön auf der Couch liegen oder im Bett. Dann so ein bisschen zocken. Anstatt wenn ihr dann immer denkt, na toll, jetzt muss ich den ganzen Kack aufnehmen. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier zum Beispiel keine Lust hätte, das hier aufzunehmen. Ganz im Gegenteil. Aber bei den Crocs und bei den Nebenaufgaben, da könnte ich vielleicht schon Kotzreiz bekommen. Deswegen, die Nebenaufgaben würden vielleicht sogar noch gehen, aber Crocs hätte ich gar keine Lust zu. Ich denke mal, dann die ganzen Crocs halt jedes Mal in einem Part. Ich meine, das hier ist ja schon alles total Schrein. Schreinmäßig, aber ich denke mal, das ist wenigstens noch etwas interessanter und toll. Das reicht für meine Ausdauer nicht, das habe ich gesehen. Man weiß aber auch leider nicht genau, wo die jetzt auch sind. Ich wechsle mal zur kompletten Kletterausrüstung. Wo mir wahrscheinlich gleich wieder kalt sein wird. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein versteckter Schrein ist. Ob ich irgendwas machen muss. Ja, tatsächlich. Och, nö. Aber hier sind irgendwelche Felsen. So. Ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, was abgegangen ist mit dem Bild. Ja. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade hier geschnitten. Deswegen habt ihr auch den Schrein nicht gesehen. Aber ich habe euch noch drin gelassen bei diesen ganzen Rucklern. Deswegen habe ich gerade kurz nach links geguckt und habe gesehen, dass die Capture am Abspacken war. Das ist manchmal so, das weiß ich auch nicht, warum das so ist. Aber dann macht das irgendwie solche komischen Gefissel und so. Und ja, ihr habt jetzt nicht gesehen, der Schrein, wo ist der? Wo ist der? Der hier, genau. Habt ihr jetzt nicht gesehen, es war auch kein schwieriger Schrein. Den konnte ich so lösen, der war jetzt nicht so schwierig. Einfach nur Bomben hochschmeißen und so.
Deswegen kann ich das euch jetzt leider nicht zeigen. Ich habe auch keine Lust, jetzt schon wieder meinen Spielstand neu zu starten und das nochmal zu machen, weil das hatte ich schon mal, wo ich ganz viel gehabt hatte. Und dann, aber wegen diesem einem Schrein und wegen diesem Leunenkampf habe ich das jetzt mal außen vor gelassen. Ich habe die Leune wie nach wie vor, wie die anderen beiden hier oben so umgebracht, also wo ich komplett einfach mal nicht gelabbelt habe und einfach mal eben so umgebracht habe. Ich habe keinen Schaden genommen oder so. Dieser Schaden, den ich hier habe, war von so einem Knochentyp, der abends gespawnt ist und mir dann einen Pfeil in den Arsch geschossen hat. Auf dem Weg, weil ich keinen Bock hatte, die umzubringen, ihr wisst schon. Ja, hier habe ich die Markierung gesetzt, wo ungefähr die Leune ist. Und ja, ich habe den Schrein dann abgeschlossen, aber ich habe euch dann wenigstens drin gelassen, wie ich ihn gelöst habe. Einfach nur, sobald ihr draufsteht, fängt er an zu leuchten. Einfach einen Leuchtstein drauflegen, weil dieser Felsen sagt, jeder, der Macht sucht, soll den blauen Stein darlegen oder so. Das ist dann dieser Leuchtstein, das war schon offensichtlich, weil man, das schon so ungefähr zeigt, ne? Vor allem abends merkt man das schon. Ja. Ich habe das euch jetzt drin gelassen, dann wisst ihr, dass ich nicht lüge. Das ist der Beweis und das lasse ich. Ich habe euch dann nicht 20 Minuten dieses Bild jetzt vorgelassen. Deswegen habe ich das jetzt geschnitten. Ich habe gesehen, die Capture war am Abspacken. Dann habe ich jetzt neu gestartet, die Capture, und jetzt funktioniert alles. Deswegen wisst ihr ungefähr, wie ich mich dann fühle und warum ich angepisst bin. Weil sowas dann passiert. Und dann mache ich meist noch sowas neu, wenn ich wirklich viel gehabt habe. Viele Schreine, sage ich mal. Dann starte ich den Spielstand nochmal neu und mach denn das nochmal, aber jetzt hier in dem Fall sage ich, nee. Und dann sage ich nochmal als Beweis, bevor irgendwelche wieder meckern, boah, du hast bestimmt einfach voll bei der Leune verkackt. Oder boah, du hast bestimmt voll bei diesem Schrein verkackt. Deswegen musst du das jetzt sagen. Aber nein, wenn meine Aufnahmen abschmieren, dann schmieren die ab. Und euch möchte ich das dann nicht darbieten, dass dieses Bild einfach so beschissen gerade war. Dann wisst ihr, wie ich mich fühle und wie das ist. Genau, so ein Typ ist zum Beispiel gespawnt, halt diese Knochen-Idioten da und haben mir dann einen Pfeil in den Arsch geschossen, ja. Und wenn ich fade, dann fade ich. Das zeige ich dann auch. Aber dann irgendwann schneide ich dann, weil ich dann endlich auch mal zur Lösung kommen will. Ihr wisst schon. So ist das dann. So, und wo ist jetzt dieser bekackte Schrein hier in der Gegend? Das kotzt mich langsam auch selber an, ne? Wenn manchmal die Capture so denken, ich spack mal eben ab. Ich glaube, das ist wieder so ein Schrein. Ah, lol. WTF. Muss ich vielleicht dann Pfeil dran schießen? Okay, das sagt irgendwie so Elektroblitze. Vielleicht Elektropfeil? Tatsächlich. Also, an solchen Malereien und so kann ich das schon gut feststellen. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich kenne den Schrein auch nicht, deswegen... Nö. Aber wegen der Malerei, weil das solche Blitze sind, dachte ich jetzt an erster Linie an Elektropfeile. Ich dachte schon, dass man irgendwie mit einem Pfeil drauf schießen muss. Dann habe ich die, ja, wäre nur logisch Elektropfeile. Und ich lüge nicht. Warum sollte ich lügen? Und ich kenne den Schrein auch nicht. Der Kihau-Schrein. Cool. Braucht nicht wieder ein geiles Rätsel, weil Segen sind langweilig. Genauso wie Kraftproben-Spiel. Deswegen bitte, gib mir irgendwas, wo ich dran zerbeiße vielleicht. Deswegen, ja, manchmal sagt die Capture dann irgendwie Adieu oder so. Oh, ich wollte kein Segen-Spiel. Und wenn ich bei der Krog-Sammlung, also die ich ja nicht mache... Ach nee, das habe ich euch dann jetzt gar nicht gesagt, oder? Dann muss ich das sagen, was ich vor... Ich weiß gar nicht. Doch, nee, ich hatte das am Anfang, glaube ich, gesagt. Oder? Ich müsste das, glaube ich, am Anfang gesagt haben. Hoffentlich. Lol, was ich vorhabe. Gut, dann sage ich es eben jetzt nochmal. Ich habe vor, nicht die 100% zu machen, sondern halt nur die Schreine und dann, okay. Und dann halt Ganon und halt alle Erinnerungen, aber Nebenaufgaben und Crocs möchte ich gerne privatlich für mich gerne machen, anstatt hier immer zwingend aufnehmen zu müssen. Jetzt tue ich gerade keinen Zwang, aber ja, halt genau diese Dinge möchte ich halt nicht im Let's Play machen. Und was ist das hier schon wieder? Ist hier ein Kran unterwegs? Wenn nicht die Aufnahme abspackt, dann ist es jemand anderes, der mich hier nervt. Ist immer so. Also so krass überhitzt ist meine Capture nicht. Die kann deutlich mal mehrere Stunden aushalten. Aber so viel nehme ich am Stück eigentlich nicht auf. Aber manchmal zeigt sie, wirklich manchmal, das ist nicht immer der Fall. Das ist eigentlich kaum der Fall. Aber natürlich, hier irgendwie habe ich das Gefühl, bei Zelda kackt alles ab. Ich weiß nicht warum. Aber ja, das, das ist nicht schön, nein. Aber immerhin ein cooler Schrein, den ich hier schöner... Ich finde es so geil, dass er hier so an der Wand klebt. Aber ihr seht das schon. Blitze.
Das sagt eigentlich schon alles aus, irgendwie, ne? Das ist eigentlich, ja, logisch. Finde ich. So. Der nächste Schrein ist dort irgendwie an der Ecke am Kleben. Hier sind anscheinend solche, wieder solche Totenköpfe, wo wahrscheinlich Kisten von, wo du alle Gegner besiegen musst. Und die will ich eigentlich gar nicht alle besiegen, weil die mir egal sind. Ach so, ich kann nur bis hier hoch, oder was? Schissen ist das denn jetzt schon wieder? Ich will weiter höher. Ja, ich muss weiter höher. Ist nicht so geil. Und ich gehe halt diesen Weg hier lang, ganz außen rum. Aber außen rum ist ja auch blöd. Außen rum will keiner sehen. WTF. Das war kein Bildfehler. Ich habe aus Versehen so gemacht. Wenn man ganz schnell ist, denkt man, als ob irgendwie... Das war gerade überschnell. Keine Ahnung, was das war. Ich habe, glaube ich, im Laufen aus... Ich weiß es nicht. Deswegen dachtet ihr vielleicht, oh, das ist ein Bildfehler gewesen. Aber nein, das hattet ihr ja gerade. Das habe ich jetzt einfach mal drin gelassen, weil ich euch zeigen wollte, wie das Schreien ging. Mit dem Leuchtstein. Aber dann wisst ihr schon mal, was so passiert wäre, wegen Bildfehlern, was so passiert ist, ne? Also, ich weiß auch nicht. Das ist manchmal echt mies. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen, weil wenn ich jetzt noch weitere 40 Minuten aufgenommen hätte, oder weitere 20 Minuten, bis die 40 Minuten voll sind, hätte ich mich noch mehr geärgert. Deswegen... Ja, es ist ganz toll, dass ich das früh bemerkt hatte, weil ich habe auf einmal im Augenwinkel so gesehen, dass da irgendwie was am Ruckeln war. Da habe ich hingeguckt und dachte mir, schön, die Captures am Abspacken. Was machst du jetzt? Ich glaube, du solltest lieber aufhören und vielleicht darüber reden und so, ne? Bevor du jetzt weitere 20 Minuten aufnimmst und dann dich hinterher ärgerst. Ich dachte, das würde sich legen, aber nö. Mir jetzt scheint alles zu passen. Deswegen, ich sag das immer wieder, dass ich nicht lüge. Warum sollte ich lügen, wenn ich faile oder so? Dann ist das so. Ich habe keinen Grund zu sagen, oh, ich bin total abgekackt, oh, ich tu mal die Aufnahme einfach mal wegschmeißen und dann, ja. Das ist aber nicht so bei mir so. Andere YouTuber haben bestimmt auch das Problem, dass manchmal irgendwas am Abspacken ist, dass die Technik sagt einfach mal, hey, ich bin mal tot. Oder wenn die Festplatte mal sagt, hey, ich funktioniere mal nicht. Oder hey, ich habe dein Video nicht abgespeichert, weil ich am Abspacken bin. Hey, du musst es nochmal rendern. Das hatte ich auch schon mal. Dann war das Video komplett 100% fertig gerendert. Dann stand da, Fehler. Nochmal neu rendern. Dann stand da wieder Fehler. Dann habe ich meinen PC neu gestartet und dann hat es funktioniert. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist total behindert. So, und du bewachst anscheinend diese Kiste. Das juckt mich aber einen Scheiß. Denn ich hole mir die Kiste trotzdem und verpiss mich dann wieder. Deswegen, du kannst hier gerne irgendwelche Kacke machen. Okay, Mondsäbel, die juckt mich eigentlich nicht, deswegen tschüss. Einfach mal weggehen, der, ey. Brauchst mir nicht hinterherlaufen, ja? Such dir Freunde. Ich bin zwar auch alleine, aber ich will nicht mit dir befreundet sein, weil du stinkst. Ich will keine stinkende Leute. Ah, schön. So. Ich sollte mir das vielleicht mal wieder markieren, ne? Bevor ich 10.000 Mal auf die Karte gucken muss. Das wäre nicht so geil. Aber mal noch eine Frage vorweg. Ich glaube, die Frage konntet ihr auch nicht mitkriegen. Genau, ich habe nämlich eine Frage gestellt. Und zwar, ob ihr auch immer solche Dinge hattet, dass ihr das immer hinterhergeschoben habt. Zum Beispiel, das Spiel speichert schon wieder, das ist nicht gut. Ist wieder eine Leune oder so. Kidding me? Was ist hier denn? Hallo? Hier muss doch wieder irgendwas sein, ja. Ist hier noch eine Leune? Hallo? Irgendwie habe ich Angst. Ich gehe da nicht hin. Das stinkt. Hallo, Link. Was machst du da? Zum Beispiel, ich gehe jetzt mal schwimmen. Nach 10 Wochen. Ich sollte mal wieder schwimmen gehen. Nach einem Jahr. Ah, ich glaube, ich sollte mal wieder schwimmen gehen. Nach 5 Jahren. Ich habe jetzt immer so richtig Bock zu schwimmen. Und dann nach 6 Jahren dachtet ihr so, boah, jetzt gehe ich aber mal wirklich schwimmen. Also war es hinterher geschoben. Also, dass ihr auf etwas Lust hattet, aber das immer noch nicht getan habt. Aua, ich wollte dir gerade die Lanze ins Gesicht drücken. Oh nein, jetzt kommt auch noch... Ich hasse manchmal das, ne? Wenn einfach irgendwas spawnt. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Meine Aufnahme ist gerade abgeschmiert. Das ist nicht so geil. Tschüss. Ich wusste, dass er hinter mir noch ist, weil ich den Flashern gehört habe, der Penner. Das ist nicht so geil, nein. Das lässt mich aber nicht entmutigen. Oh, da ist das Schrein offensichtlich. Das ist aber toll. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert irgendwie ein Bullshit, ne? Ich habe irgendwie Angst, ja. Gleich kommt irgendwas von Himmel und schießt mich runter. Gleich kommt Felsbrocken von oben und bringt mich um. Damit musst du eigentlich rechnen, ne? Ohne Witz.
Ja, genau, habe ich auch noch so einen Typen da umgebracht, so einen silbernen Idioten da, aber wo er am Pennen war, dann habe ich ihn überfallen und dann habe ich ein paar Hits noch mitgegeben, weil er tot. Deswegen ganz einfach eigentlich so, ja. Aber trotzdem, das, ja, manchmal fuckt sowas ab, aber das lässt mich auch nicht entmutigen, weiter aufzunehmen oder so. Weil da muss ich einfach das Programm neu starten. Kima Kosasa Schrein. Denn wisst ihr, dass manche Aufnahmen nicht unbedingt glatt laufen. Aber trotzdem versuche ich natürlich Freude zu übermitteln und meistens, wenn ich spiele, habe ich trotzdem wieder Freude dran. Also, deswegen, falls man dann halt Videos macht und so, dann, ja, sollte man so mit so etwas klarkommen. Wenn man ja zum Beispiel 5 Videos aufgenommen habt und das 6. Video quasi dann abkackt, ich glaube, dann habt ihr vielleicht keinen Bock mehr, dann wollt ihr sagen, ah, dann mache ich das lieber morgen oder so. Aber wenn das jetzt am Anfang ist, am Aufnahme, das ist jetzt meine erste Aufnahme diesen Tag hier am 1.6. Ich bin gespannt, wann das Video kommt. Und dann, ja, ist das so. So, Spiel, ich habe gesagt, ich will keine Kraftproben mehr und ich will keine Segen. Was gibst du mir? Segen und Kraftproben. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, willst du das? Ich glaube schon. So, ich glaube, das Ding ist eigentlich ganz geil, wegen Wasser und so. Ich will nicht. Ich will nicht. Komm, wir gehen voll auf Angriff, damit wir ihn schön mobben. So. Ich habe echt keinen Bock auf das, ne? Gib mir dann eine Leune, die da steht. Nicht so einen Idioten. Obwohl die auch deutlich abfangen können, aber Leuen machen mehr Spaß zu töten. Anstatt so ein blöder Penner hier, der mich total abfuckt. Ich geb dir Bombenpfeile in den Arsch, ja? Ist bestimmt toll. So. Ja, du hast ja auch diese blöden Teile. Und wenn du dein Schild wegmachst, schieße ich dir schöne Dinger in den Arsch. Das ist doch toll. Komm, mach dein Schild weg, genau. Kriegst du dir nochmal ins Gesicht. Und nochmal ins Gesicht. So, und dann hier kannst du mal die Schnauze halten. So, und gebe ich dir noch mehr in den Arsch. Nehme ich das vielleicht noch wegen Gnadenschoß. Was machst du jetzt? Ach, den Müll. Ich will eine fucking Leune. Gib mir doch eine fucking Leune. Gib mir die doch. So. Oh Gott. So, beim Bombenpfeil natürlich weggehen. Nein. Geil umgebracht. Nice. Schön mit Gnadenstoß. Und dann ist meine Waffe zerbrochen. War toll. So. Meine Waffe. Hey, ich habe doch keine Waffe mehr. Wie ist hier? Ah, hier, die zerbricht gleich. Tschüss. Ja, die hat nochmal 60. Ach, das brauche ich eh nicht. Welche Talente nochmal? Nimm ja mal mit, ne? Ja, ne? Ja, toll. Was soll ich jetzt hier wegschmeißen? Oh, ey, ich war ja nicht. Das hier. Irgendwie nicht. Tschüss. Oder ist das jetzt besser? Ich glaube schon, dass es besser ist, ne? 54? Ja, ich weiß auch nicht, ja, will ich behaupten, ne? Ist auf jeden Fall gut, ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich hier auch nochmal was Tolles, was ich wieder auch nicht mitnehmen kann. Okay, das kann ich mitnehmen. Ich will keine Kraftproben. Die Nerven. Bitte, Spiel. No. Ich will ein Rätsel haben. Ich will meine Dummheit zum Beweis stellen. Lol. Selbst ist heute mal in dem Part wieder vollbracht. Aber versichern kann ich euch, dass ich echt Bock habe, den Season Pass dann zu machen. Weil das, ich muss ihn mir auch noch holen, leider. Kam ich noch nicht zu, also ich werde ihn natürlich dann holen, wahrscheinlich, wenn er rausgekommen ist oder so, oder wenn ich halt, ja. Ich hole ihn mir auf jeden Fall noch, ja. Wo mir wahrscheinlich noch ein paar Cent fehlen auf meinem blöden, scheiß Nintendo Network Account, weil, ja, ich habe fast das Geld dafür zusammen, aber nein, mir fehlen irgendwas mit 50 Cent oder so. Können die da nicht ein Angebot vermachen, weil ich will nicht extra noch so zum Laden gehen? Das ist unfair. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas kaufen wollt und euer Account sagt, hey, dir fehlt ein Cent? So fühle ich mich gerade. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, wir sind hier auch schon fast fertig. Lül. 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 Okay.
Dann gehe ich doch mal direkt zum Turm und kann da runterfliegen, bevor mich diese Idioten hier nerven. Ja, wir kommen auf jeden Fall sehr gut voran. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich noch ein bisschen länger jetzt hier aufnehmen muss, weil der erste Part, der ging 24 Minuten, davon nur 4 Minuten Gebrauchsmaterial sind, weil da ab da ist das ja abgeschmiert, wie ihr gesehen habt. Und ja. Ach stimmt. Da hatten wir ja genau den Schrein. Daran erinnere ich mich auch an der Aufnahme. Lül. Eigentlich auch nicht so schwierig gewesen. Ich habe erst den Sockel dann nicht gefunden. Einfach nur da draufstellen, warten, bis das halt leuchtet, dieser Sockel da. Und dann einfach in die Sonne schießen, ein Pfeil, fertig. Ja, 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 so ist das, ja. Hallo, ihr Elektro-Idioten. Na? Hier, tschüss. Hallo, tschüss. Ganz schön sterben in der Hölle. So, und ich muss jetzt hier wieder zum nächsten Schrein. Da ist er sogar. Er offenbart sich mir. Da klebt er da unten. Sweet. Ist das nicht toll? Ich muss sagen, ich habe den Punkt aber richtig behindert gesetzt. Hä, wo habe ich das denn hier hingesetzt, Alter? ETF. Oder gibt es hier noch einen? Ich will die Markierung ehrlich gesagt nicht wegsetzen, ne? Mir geht das Gefühl. Ach, keine Ahnung. So, und ich sterbe an Fallschaden. Das wäre natürlich nicht so geil. Sind das Trüffel? Ach nee, das sind irgendwelche... Die Zitterlinge, genau. Das sind die Zitterlinge, ja. Der Dakotawa-Schrein. Hm. Ganz schön abgelegen hier. Oh, hier kann man sich ein Lagerfeuer machen. Das ist ja schön. Mal gucken, was mich hier erwartet. Hoffentlich kein Segen oder so. Please, kein Segen oder eine Kraftprobe. Ich hatte gerade echt Schiss, dass wieder eine Kraftprobe kommt, ne? Lange Leitungen. Okay, den Schrein kenne ich, glaube ich, nicht. Nein. Ich glaube nicht, nein. Nein, auf jeden Fall nicht, nein. Was macht das hier? Will mich das hier verarschen? Nein, nicht mit Bombenfallen. Wir wissen, was passiert, wenn ich nahe bin. Und ja, ich habe daraus gelernt. Ach, das macht gar nichts, oder was? Okay, ich dachte, ich muss es irgendwie... Okay. Kann ich die wieder mitnehmen? Ich kann mich schon mit einem Hit umbringen. Das finde ich so geil. Ja, was hat es jetzt da oben auf sich? Will mich das hier verarschen? Warum ist da so eine Lampe? Ich hasse das, wenn ich Schreine nicht kenne. Alles klar. WTF. Anscheinend muss ich das irgendwie mitnehmen oder so. Ach, ich muss das auf jeden Fall unter Strom kriegen. Damit ich da hoch kann, ja. Na, okay, hab verstanden, ja. Ja. Okay, dann muss ich ja wohl hin, ne? Ich bin mal gespannt, wo hier die Kisten sind. Wahrscheinlich richtig assi. Ja, wahrscheinlich. Ah, das wird toll, Not. Ja, wie ich das Ding jetzt hier aber mitnehme. Dann geht das ja auch nicht weiter. Ach, dann muss ich das hier so anhalten. Ahaha, okay. Hm. Sonst würde man sich vielleicht fragen, ja, wie bekomme ich das denn wieder? So. Genau. So, noch nicht draufstellen, weil ich möchte gerne mit. Toll. Ah, nee, hier ist eine Kiste. Oh. Ich dachte gerade, ich muss da jetzt irgendwie hin. Schon wieder eine Mondsäbel. Was soll man damit? Die kriege ich ja hier nachgeschmissen wie Sand am Meer. Ich glaube, einen Krogfrecher brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Und sonst kann ich ihn unter jedem Baum kriegen. Die anderen Schwerter nehme ich auch kaum. Das ist eigentlich total dumm. Ich habe zu viel Stuff. Kann das Ding mal wieder... Ach, hier. Oh, ich dachte gerade, ich würde mich damit elektrisieren. Das wäre nicht so toll gewesen. Wahrscheinlich muss ich den gleich wieder mitnehmen, oder? Oder was soll der Scheiß? Ja, hier ist schon mal eine Leiter für Blöde. Dann nehme ich das Ding auf jeden Fall mal mit. Schmeiß das Ding da hin. Schon mal. Wie, jetzt habe ich die da gerade ernsthaft mit umgebracht? Ah, okay, wegen dem Metall.
Okay, das war eigentlich total random, einfach hingeschmissen. Und was bringt das? Das bringt ja überhaupt nichts irgendwie. Okay, erstmal die Kiste. Die ist nicht so schwierig, wenn man hier unten ist. Okay, das, damit kann ich auch leben. Wir müssen mal antike Waffen und so weiter herstellen. Das wäre auch mal ganz lustig, ja. So, du gehst mal da hinten hin. Die brauche ich bestimmt auch noch. So. War das... Oh Gott. Okay, was ist das hier wieder für eine Grütze? Was macht das hier? Hier geht auf jeden Fall ganz nach unten. Aha, eine Kiste, okay. Ah, okay, wegen der Kiste. Ich wollte gerade sagen, was soll das? War das die letzte Kiste? Nein, war es nicht. Das war nicht die letzte Kiste. Warum nicht? Also wartet noch was auf mich, oder was? Was? Nein. Aber doch schön, ja. Ein schöner, langer Schrein ist immer das Tollste, ja. So, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Ich dachte gerade, das wäre nur so eine blöde Abkürzung gewesen, aber das wäre ein bisschen lame. Deswegen... Ui. Ich sehe nichts. Wahrscheinlich muss ich das Scheißding hier mitnehmen, oder? Huh. Toll. Ernsthaft. Du hast mich allein gelassen, du blödes Elektroviech. Ich wurde ja einfach verlassen. Da kommt mein Aufzug. Was immer so nervig, wenn man immer warten muss. Richtig blöd. Bestimmt brauche ich das Teil hier noch. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Bevor ich mich ärgern muss. Ja, kannst du... Ja, jetzt kannst du wieder bitte hochgehen. Ich wollte gerade sagen. Wie komme ich jetzt... Ah. Ja, ich wusste das. Natürlich muss man das Ding mitnehmen. Ah, guck mal. Ui. Wie komme ich da jetzt hin? Ach, das kommt zu mir. Okay. Hier ist nichts mehr weiter, okay. Mein Aufzug! Come to me! Hallo. So, aber ich muss natürlich hier aufpassen wegen dem Ding da. Das sehe ich jetzt schon. Das ist nicht so schön, nein. Bevor mich das noch blockiert oder so. Das ist nicht so geil, nein. Dumm. Einfach mal verarschen. Mit einem Sonnenschild, natürlich. Wieder Dinge, die ich... Ja, was soll ich denn damit? Was war das? 35, ne? Ja, toll. Ja, hier kann ich das wegschmeißen. Boah, nimm das Ding dann halt. Ah! Mann, so viel Stuff. Was soll ich denn überall mit? So, komme ich da jetzt überhaupt wieder vernünftig hin? Oh. Natürlich nicht. Nein! Nein! Jetzt muss ich wieder ohne warten. Wegen dieser blöden Kiste. Ist nicht so toll, nein. Nein. Kannst du mal bitte? Dankeschön. Jetzt muss ich wieder eine Runde warten, weil das Ding wieder... Ach, Geduld, Leute. Geduld muss man haben im Leben. Habe ich leider nicht immer. Ihr kennt das, wenn man zum Beispiel gehypt auf etwas ist, dann will man direkt... Ich will unbedingt... Zum Beispiel auf Spiele oder so. Denn wenn man, dann sagt man immer, ich will ja nicht dieses Spiel haben. Ich werde aber auch sehr, sehr gehypt auf Juli, weil ich ins Schützenfest will. Ist immer ganz geil, dann gehe ich in Karussell da wieder. Breakdance. Richtig geil. Dann schrei ich wieder überall rum, mach Stimmung. Dann kommen die ganzen Leute und wollen mitfahren. Ja, so ist das. Ich mach Stimmung und tu für die Geld einbringen. Und ich schrei alles rum und gebe den Geld und ich muss noch Geld zahlen. Aber das macht trotzdem Spaß, vor allem mit meiner Schwester. Richtig geil, wenn du da durch die Gegend geschleudert wirst, das ist richtig cool. Aber diese Höhenteile da, wo du kopfüber da hoch bist, das will ich jetzt nicht unbedingt, nein. Das muss ich jetzt nicht haben, aber gut. Aber sonst, alles schön. Und jetzt haben wir ihn endlich, den Schrein und somit das Zeichen der Bewährung. So kann es auch weitergehen. Es fehlen nicht mehr viele Schreine. Bis zur Komplettierung der 100. 15 Schreine sind es noch an der Zahl. Also wir nähern uns langsam dem Ende.
Vielleicht tue ich auch meine Meinung ändern und vielleicht... Ich sag immer... Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Eigentlich will ich privat zocken, aber vielleicht habe ich mal doch mal einen Part, wo ich irgendeine Aufgabe mache oder so. Aber 100% in dem Let's Play mache ich offiziell jetzt nicht. Seid mir nicht böse. Aber hier ist echt nichts mehr. Ja, okay, so zwei Schreine nebeneinander ist eigentlich total undumm eigentlich, deswegen... Ja, jetzt müssen wir hier hin. Dann gehe ich wieder zum Turm und fliege da hin. Das wäre das Schlauste, würde ich sagen. Mich mir den Weg sparen kann. Ich bin faul. Ach ja. Ich muss sagen, es macht aber Spaß. Also die Schreine will ich unbedingt machen. Die machen richtig Bock. Guck mal, der Titan im Hintergrund. Ach, das ist so toll. Das ist richtig schön. Muss man einfach mal sagen, das ist richtig toll. So, da sieht man schon, dass das ungefähr kein... Oh, geil, mit Wind. Kein normaler Schrein sein wird. Das sieht man schon irgendwie. Da wartet bestimmt eine Aufgabe für mich. Ja. Aber was ist die Frage? Was wollen die denn von mir? Vielleicht wieder so... Na, ich sehe schon... Ich glaube, das sind irgendwelche Kugeln wieder. Ja, ja, das ist wie bei Prüfung im Sturm gewesen. Ich muss wahrscheinlich irgendwie Kugeln in der richtigen... in das richtige Loch einführen. Und dann, ja. Wie das klingt. So. Kann ich das nicht hochheben oder so? Echt nicht? Warum das denn nicht? Hä, warum nicht? Warum kann ich das Ding hier nicht hochheben? Dumm. Was ist das für ein Scheiß? Hier, gehen wir nach unten. Hä, backt er da fest oder was? Hey, WTF? Es muss doch die Kugel sein, die da rein muss, oder nicht? Ich habe jetzt irgendwie hier einen Glitch oder so. The fuck? Das ist ein Glitch, Freunde. Backt das jetzt fest, oder was? Wenn ja, kriege ich echt hart kotzen langsam, ne? Wenn das wirklich der Fall sein sollte. Dann, ich glaube, ja. Das backt echt fest. Hä, den kann ich aber auch nicht hochheben. Warum das denn nicht? Warum kann ich die Kugel nicht hochheben? Hä? Okay. Warte. Okay, ist ja gut, Mann. Aber, oh, ist das ätzend. Das ist, nee, das ist total unnötig. Jetzt muss ich da gleich wieder hochgehen. So, was muss hier denn rein? Gibt es irgendwelche Anzeichen wahrscheinlich, ja? Bestimmt schon. Hier sind bestimmt Anzeichen drauf, oder? Nicht direkt hier, aber bestimmt irgendwo. Irgendwelche Anzeichen, die mir sagen, da musst du hin. So, da wir jetzt faul sind, möchte ich natürlich gerne hochgehen. Ach ja, toll, ne? Das ist so toll. Wieder was Tolles auf jeden Fall. Zum Abschluss des Parts auf jeden Fall, ja. Ich glaube nicht, dass ich danach noch einen Schrein schaffe. Ne, ich brauche hier wahrscheinlich 10 Jahre. Nein, das ist nicht so toll, nein. So, was wollen die von mir? Irgendwie so ein... Fast so eine Träne mit einem Loch drinne. Träne mit Loch. So nenne ich das Ganze. Träne mit Loch. So, ich will aber den einen da gerne wieder mitnehmen. Träne mit Loch. Tolle Bezeichnung. Und hier... So ein I. Träne mit Loch und I. Träne mit Loch ist I. Willst du mich verarschen? Warum gehst du da nicht hoch? Kommst du da jetzt nicht hoch, oder was? Ist dein Ernst? Das ist dein Ernst, okay. Das ist dein Ernst, ja? Das ist dein Ernst, ja? Ich zeig dir gleich mal was, ja? Wo ist denn jetzt dieser blöde... Ja, wo ist das denn jetzt? Ach, da war das. Ich will da hin, ich will das da hin.
Ja, gut. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht, dass man jetzt da auch noch mit dem blöden Magnetmodul noch was machen kann, okay? Bitte heult mich nicht voll. Das wusste ich nicht. Meh. Das ist gemein. Oh. Wie du diese Dinger hochgehen musst, das ist ja richtig ekelhaft, ne? Kann das irgendwelche Götter darstellen? Vielleicht? Oder Krieger? Ich bin mir nicht sicher, nein. So. Du Scheißding. Gehst da jetzt runter. Da ist hier noch ein Scheißding, was hier oben klebt. Nein, gut. So, das dahin war Träne mit Loch. Nee, das da war Träne mit Loch. Nee, das da war Träne mit Loch. Und das war I. Was ist das hier? Zwei Punkte. Okay, Träne mit Loch und zwei Löcher. Das hier war Träne mit Loch. Ne? Ja, kann sein. Ja, genau. Hier war das I. Das ist nicht das I. Wo ist denn das I? Hallo? Hallo? Wo ist das I? Das ist irgendwie ein O. Wie du alles nachgucken musst. Ah, hier war die Träne. Hier ist die Träne auf jeden Fall, wenn das die auch ist. So, die zwei Punkte kann ich ja schon mal nehmen. Die waren jetzt hier, ne? Glaube ich. Nee. Oder? Kann sein, kann nicht sein. Müsste eigentlich, ja. Alter, was ist das hier, Mann? Ist das hier das I? Ja, hier ist das I. Ich habe das I gefunden. Oder was auch immer das darstellen soll. Für mich ist das ein I. So, der muss jetzt hier rein, ne? Ja, du sollst da reingehen. So. Genau. So, und hier waren Träne mit Loch. Träne mit Loch. Ich finde das so geil, die Bezeichnung gerade. Lön. Kann man sich so einen Satz vielleicht bilden? So, Träne mit Loch ist I in zwei Löchern. Keine Ahnung. So, nee, das war das O. Das O muss nicht. Das muss irgendwo anders hin. Boah, ist das nervig, ne? Hier war Träne mit Loch. Ihr kennt ja so einen Tropfen. Wenn man zum Beispiel weint bei Animes. Deswegen sage ich Träne mit Loch. Was war das jetzt hier? Ich glaube schon. Ja. So, und was ist das hier für ein Bullshit? Ah, da müsste ein Zeichen sein. Ist das 2i? So ein Pausezeichen halt. Pausezeichen. Bei YouTube. Das ist das. Hier ist eiskalt YouTube-Werbung drin. Product Placement. Spaß. Könnte sein. Ach, ist hier schon drin. Ja, dann. Hab ich umsonst geguckt, oder was? Euer Ernst? Einem anderen rate ich gleich. Damit ich hier nicht mehr irgendeinen Kack machen muss. So, hier war jetzt auch nichts drin, ne? Oder war hier das Träne mit I? Genau, Träne mit Loch war das, genau. War das das hier? Ich will ja nicht gucken, ne? Ich will ja nicht wieder hochklettern oder so. Deswegen gehe ich wieder. Lass ich einfach mal hier so stehen. Der ist da oben, toll. Der ist einfach alles klar. Wie viel ist der denn bitte? Kannst du mal bitte da rauskommen? Du blöde Kugel. Ist nicht toll, was du hier tust. Das ist so ein V. Was ist das hier? So ein Elementzeichen oder so ein Kreis mit einem Schwanz dran. So nenne ich das. Das war ein V. Ein Kreis mit einem Schwanz. Interessante Lösung. Ja. Kreis mit Schwanz. Also das hier. Ich würde echt gerne wissen, was die anderen
was andere YouTuber dazu sagen werden. Das würde mich interessieren. Echt. So, und ich glaube, bei den anderen Scheiß rate ich jetzt einfach, weißt du? Das juckt mich auch nicht. So. Vielleicht habe ich ja Glück und sonst muss ich die einfach tauschen. So einfach ist das. So macht man sich das Leben einfach, ne? Wäre jetzt richtig lustig, wenn ich komplett alles jetzt richtig hätte. Dann lache ich mir einen ab. Geil. Es war alles so geplant. Einfach mal random reinschmeißen. Vielleicht funktioniert's. Ah, schön. Das ist toll. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Segen wird, weil ich hier die Aufgabe gelöst habe. Das ist blöd. Ich will keine Segen. Ich will noch mehr Rätsel. Es macht Spaß. Naja, Kraftproben würden mich, glaube ich, mehr abfacken. Deswegen, ja. Bin ich doch dann zufrieden. Aber trotzdem hätte ich dann noch gerne noch ein kleines Rätsel dann. Aber wie sagt man noch so schön, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und so mit der Kyoshi-O's Segen, den ich mir nun gönnen werde. Mit einer Kiste, die natürlich sehr gut versteckt ist. Mit einer weiteren Feuerlanze mit Gnadenstoß. Ich glaube, meine Feuerlanze hat Angriff, ne? Nee, die hat gar nichts. Hallo, tschüss. Dann nehme ich die natürlich mit. Wenn die etwas besser ist, ja. Die ist bestimmt cooler. Deswegen nehmen wir die mit. Holen uns den Segen ab. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Von Zelda Breath of the Wild. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf weitere Schreinjagd. Es fehlen nicht mehr viele. Dann kommen die Erinnerungen. Und noch ein Kartenteil. Und ich sollte mal die Bewährungen einlösen. Egal, das kann ich auch dann tun, wenn ich komplett alle 100 Schreine habe. So ist es jetzt auch nicht, ne? Und dann ist Ganon schon in unmittelbarer Nähe. Zumindest das Schloss, ja. Bis zum nächsten Mal.